Hallo und willkommen bei Stay and Play und einer weiteren Folge von Non-Guns. Nachdem ich mir jetzt mein Video nochmal erneut angeschaut habe, das erste, und ein bisschen reflektiert habe und überlegt habe, okay, wo lagen denn die Fehler? Habe ich schnell bemerkt, ich muss erstmal die Steuerung ändern. Also ich zocke weiterhin auf Tastatur und Maus, aber ich habe jetzt die Steuerung ein bisschen angepasst. Das heißt, es fällt mir normalerweise jetzt ein bisschen leichter. Des Weiteren habe ich gemerkt, dass wenn ich die Boxen aufmache, Leben verliere. Deswegen muss ich, glaube ich, erstmal darauf achten, ob ich das überhaupt will oder nicht. Ob ich überhaupt noch genügend Leben habe. Und der Rest, ich habe noch keine Ahnung, worum es eigentlich geht und was mir die ganzen Sachen bringen. Jetzt habe ich das Spiel neu gestartet und ich tauche auf hier in einer Gruft. Aber ich denke mal, genau, das ist die Anfangsstadt schon wieder. Wir laufen jetzt einfach wieder erstmal rein. Ich kann jetzt wenigstens, Gott sei Dank, kann ich auf Leertaste springen. Das ist echt viel wert. Das Handbuch kann ich mir zwar anschauen, ganz ehrlich, aber das bringt irgendwie nichts. Ich gehe einfach rein und jetzt probiere ich es mal aus. Ich probiere es jetzt noch einmal aus, wie es jetzt mit der neuen Steuerung ist. Ich muss mich auch ein bisschen gewöhnen. Aber so wie es war es ja überhaupt nicht zu ertragen, sorry, aber wer die Steuerung festgelegt hat, dass man mit rechter Maustaste ausweicht, der gehört gleich verprügelt. Jetzt habe ich wenigstens das Ausweichen auf Shift gelegt, sodass ich hier, seht ihr, geht. Weil das war ja Katastrophe. Jetzt habe ich auf der rechten Maustaste eingestellt, dass ich die Sekundärkraft einsetzen kann. Ist für mich logischerweise besser, weil dann habe ich Schießen und je nachdem, was ich dann nochmal habe, vielleicht... reden und... Wo kommen überhaupt die Schüsse her? Das war euer Fehler. Jetzt reicht's. Ich weiß gar nicht, die schießen immer so sporadisch. Aber ich glaube, da ich jetzt noch volle Leben habe... Ich weiß nicht, soll ich die Truhe machen oder nicht? Ja, okay. Jetzt sehe ich, ich verliere Leben. Was hat es mir gebracht? Eine Karte. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was mit dieser Karten bringen. Vielleicht finde ich es irgendwann mal heraus, vielleicht auch nicht, aber ich spiele einfach mal weiter. So, was wir beim letzten Mal gelernt haben, so schnell wie möglich draufklicken, weil dann sterben die auch schneller. Man sieht auch jetzt auf der Karte, dass ich genau zum Händler komme. Vielleicht ist es ja auch gut, beziehungsweise Händler oder Box. Ne, der Händler ist ganz oben. Ich komme zu einer Box und kriege eine neue Fähigkeit. Das kostet mich auch keine Leben. Ich habe jetzt einen neuen Kopf und was kann ich machen? Okay, ich kann rennen. Cool. Immer was Neues. Man lernt immer was Neues. Keine Ahnung, ob mir das was bringt. So Teleportation oder so wäre zwar besser gewesen, aber was soll's. Welchen Pfad gehe ich? Ich gehe mal in die andere Tür rein. Also das heutige Ziel ist auf jeden Fall mal wenigstens zum Boss zu kommen. Das hat ja beim letzten Mal nicht so gut geklappt. Ich habe auch gelernt, dass wenn ich rutsche, perfekt nach oben schießen kann. Und das ist bei diesen Fliegen echt Gold wert. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob ich hier schon mal war. Jetzt nicht bei dem Mal, aber beim letzten Mal. Ich falle jetzt einfach drauf. Also ich muss mich ein bisschen in Geduld, glaube ich, üben. Weil sonst geht es schief. Ich kriege zwar bei den Gegnern ein bisschen Highscore, aber ich muss dann auch aufpassen. Ich glaube, ich werde die Gegner sowieso ein bisschen ignorieren, dass ich einfach überlebe. Das ist erstmal das Ziel. Ich will zum Boss kommen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh Gott. So, ausweichen auf Shift. Also ich sage ja, mit der neuen Steuerung kommt man echt klar. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso habe ich das nicht von Anfang an gemacht? Ganz einfach. Ich konnte es anfangs nicht finden. Ich hatte keine Ahnung, wo ich da überhaupt irgendetwas ändere. Also das ist ja schon ein bisschen schwieriger gemacht. Alles. Oh Gott. Gott sei Dank kann ich die Kugeln wenigstens töten. Das hilft mir. Okay. Weiter geht's. Ich sage, dieses Mal klappt es ein bisschen besser. Also ich kann mehr Gegner töten. Das bringt mir an sich... Achso, stimmt, ich kann ja wegrennen. Das bringt mir mehr Punkte, seht ihr? Die 2089 da unten. Aber... Ja, ich kann aber sterben. Ne? Das ist scheiße. Aber ein höherer Highscore verspricht, glaube ich,
bessere Belohnungen am Ende. Ich weiß nicht, am Ende der Stage, am Ende des Bosses, keine Ahnung. Die Box nehme ich auf jeden Fall mal auf. Ich habe noch viel Leben. Keine Ahnung, was das heißt. Aber ich denke mal, nachteilig wird es nicht sein. So, jetzt auf dem Boden auf jeden Fall aufpassen. Draufballern, was das Zeug hält. Also das Skorpion, ne? Alter Schwede. Ich treffe ihn aber auch nicht. Ich weiß nicht, der ist ein bisschen zu klein sogar für die Schüsse, die ich habe. Okay, gefühlt läuft es dann noch ein bisschen besser als beim letzten Mal. Ich muss dann noch versuchen, nach oben zu kommen. Das ist ja so eine parallele Welt, habe ich gelernt. Ja, ich habe gelernt, wie man nach oben schießt. Da staunst du, ich weiß. Okay, ich brauche aber ein bisschen Platz anscheinend, um nach oben schießen zu können. Aber ganz ehrlich, ich ignoriere die. Ich gehe mal echt in diese Kapsel rein. Das ist irgendwie so eine, keine Ahnung, parallele Welt. Oh Gott. Ich glaube, ich habe die Fähigkeit gar nicht dazu. Ich weiß nicht, was da oben angezeigt wird. Ja, scheiße, ich komme nicht mehr zurück. Das heißt für mich, ich sterbe jetzt, oder wie? Oder was? Oh Gott. Also ich kann ja schauen. Also, okay, ich muss einfach nur weitergehen. Okay. Klingt einfach, ist es natürlich nicht. Klar, classic. Wow! Ich muss rennen. Okay, und hier ist, glaube ich, Belohnung, oder? Nix! Nix ist hier. Ich wollte mich komplett verarschen. Ganzen Tag gekämpft für nichts und wieder nichts. So, wenn ich jetzt noch vom Skorpion getötet werde, ja, dann ist Schluss. Ich weiß gar nicht, wo die Türen sind, aber ich glaube schon da. Ich weiß nicht, ob der Käfig irgendwas macht. Ich glaube, ich kann ihn... Ah, stimmt! Ich kann die befreien. Da war irgendwas mal in den Notizen gestanden. Okay, Gegner weg. Egal, ich gehe einfach weiter. Ich gehe vielleicht dann noch beim Shop vorbei und schau mal, ob der irgendwas hat. Okay, neue Gegner sind hier. Mega-Rolle. Habt ihr auch gesehen. Aber ich warte jetzt lieber. Wie gesagt, ich riskiere jetzt gar nichts mehr. Und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt die Box aufmache. Ah, stimmt, ich kann ja auch die von hier unten töten, ne? Sollte ich nutzen, solange ich die Fähigkeit jetzt kennengelernt habe. Alter, vor allem sind die stark! Aber warum? Die Mücken da oben kann ich auch noch alle töten. Perfekt. Tja, easy. Easy! Wenn man weiß wie. Wenn man weiß wie. Okay, jetzt kommen wir zum Shop. Okay, ich habe hier 4 Auswahlmöglichkeiten. Beim letzten Mal habe ich das nach einem ganz einfachen Prinzip gemacht. Einfach das teuerste kaufen. Die Karte habe ich ja schon mal. Ich kaufe mal die, ich weiß gar nicht, was es ist. Diskette. Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht mal sagen. Aber ist mir egal, ich lebe. Das ist schon mal mein Hauptziel gewesen. Und ich finde, ich mache mich echt besser als jetzt bei den letzten Malen. Und ich glaube, die Tür ist da unten sogar. Slide. Der legt sich aber ganz schön rein. Scheiße. Kann ich hier runterspringen? Ich kann nicht mal runterspringen. Ich muss echt runterlaufen. Achso, ich habe ja Special Geschwindigkeit. So, letzte Tür vom Bosskampf. Also ich denke mal, dass es der Boss ist, keine Ahnung. So, was machen wir mit denen hier? Ich habe noch damals gedacht, das sind die schwersten Gegner, aber tschüss. Die sind easy, easy. Oh Gott. Ich mache erstmal alle tot, bevor die, keine Ahnung, mich schaffen, von hinten anzugreifen, aber... Hier mache ich das Gleiche. Zeit nutzen, beziehungsweise den Platz nutzen und das Übersichtliche hier. Nein! Okay, ich jump hier dennoch mal Stück für Stück mal voran. Ich weiß gar nicht, soll ich eigentlich nach links oder nicht? Normalerweise, ja, da kann gar nichts sein. Die einzige Tür, die es hier gibt, ist nach rechts. Ich lasse meine Leben, also ich nehme keine Box auf, weil ich weiß nicht, wie stark der Boss sein wird. Okay. Seid ihr bereit? Ich nicht.
Oh Gott, das sind ja Nadeln. Oh. Ta! Okay, läuft fast bescheiden. Einfach super Feuer, super Feuer, Feuer. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das ist ja wie Ping-Pong. Man muss ungefähr einschätzen können. Alter, der hat Leben ohne Ende. Aber der macht eigentlich nichts anderes, ne? Aber das reicht, um mich zu töten. Das reicht. Oh Gott. Das war knapp. So blöd das klingt, ne? Der macht echt nicht viel. Eigentlich muss ich ihn ein bisschen austricksen. Jetzt kommen wir wieder das. Der macht immer das Gleiche. So, jetzt greift er mich an, aber das war ein ganz guter Winkel, den ich ihn erwischt habe. Einfach draufballern, was das Zeug hält. Und der hat echt viel Leben, ey. Ich glaube, ich gehe wieder hierher. Ich glaube, ich check ihn jetzt ein bisschen aus, aber ich habe keine Ahnung. Nein! Ihr seht ja, hier wird jeder Fehler gleich bestraft. So, ich mache hier. Genau. Weil es geht ja wirklich nur von oben nach unten und ich kann ihn abballern. Das ist das, was ich will. Und ich hoffe, der kriegt keine weiteren Attacken oder irgendwas. Keine Ahnung. Alter! Muss man, glaube ich, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Die Fliege, ne, die macht mir zu schaffen, ey. Okay, ich glaube, jetzt hat er die Hälfte der Leben verloren. Jetzt macht er vielleicht Rage-Modus, keiner weiß. Aber anscheinend nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe echt nicht viele Leben, ne, wie ihr sehen könnt. Ah, ich gebe schon, ich drücke schon, mein linker Finger tut schon weh von der Maus. Oh Gott! Oh Gott! Ich bin noch ausgewichen, habe ich gedacht. Anscheinend nicht, anscheinend nicht. Oh Gott. Will ich eigentlich leben von dem? Ich glaube nicht, ne? Oh. Das war knapp. Schauen wir mal, ob ich es schaffe oder nicht. Keiner weiß. Ich gebe mir die größten Mühen. Aber ob es im Nachhinein reichen wird oder nicht, ich meine, das ist... Ihr seht's. Ein kleiner Fehler, der gleich bestraft wird hier. Einmal kurz in die falsche Richtung angelehnt. Fertig. Fast tot. Oh Gott. Aber er ist Gott sei Dank auch fast tot. Nein! Habt ihr den Move gesehen? Ja! Puh. Mit einem HP überlebt gefühlt. Ist ja noch irgendwas? Ich glaube nicht. Boah, was ist eine harte Geburt. Alter Schwede, alter Schwede. So, jetzt bin ich auch im neuen Dungeon drin. Hier sind ein paar Sachen mehr. Ich weiß nicht. Vielleicht soll ich echt die Boxen aufnehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich dann... Ah, man sieht hier, okay, wenn ich Escape drücke. Ach, ich kann das sogar einsetzen. Echt cool. Eingesetzt? Okay, ich krieg sogar Leben. Ich kann das für Leben einsetzen. Aber bringt mir das sonst was? Keine Ahnung. Okay, das ist... Ich habe keine Ahnung, was die Zeichen alle bedeuten, ey. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ich habe hier eine Karte. Keine Ahnung, wofür sie steht. Ich habe hier eine Karte. Ich denke mal, das macht mich irgendwie stärker. Ja, keine Ahnung, Statistik hoch 30. Puh, ich kann es euch nicht sagen. Jetzt kann ich aber dennoch die Box nehmen, weil ich verbrauche nicht ganz so viel Leben. Ich habe eine Kette bekommen mit Präzision. Ich kann die sogar echt einsetzen. Oder kann ich sie opfern für Leben? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Eingesetzt, ich habe Leben bekommen. Mir ist es wurscht. Okay, wir müssen ja noch ein bisschen vorsichtig sein hier, weil ihr seht ja, das geht hier ratzfatz. Tot. Passt. Die nervt mich aber, ne? So, ich komme, wohin komme ich denn? Ich komme nach oben. Eigentlich will ich nach unten zu diesen... Oh Gott. Alter. Ja, wie komme ich denn nach unten? Ich weiß nicht, ob ich einfach durchspringen soll. Risk? Ach, scheiße. Ich warte, glaube ich, bis der Finger hier ist. Und jetzt springe ich einfach durch. Mir ist egal. Ich laufe einfach durch. Ja, die Fliegen, die sind da wirklich ein bisschen tiefer, als mein Schuss eigentlich ist. Deswegen gestaltet sich, wie komme ich jetzt zur Kiste? Da, hier. Kiste. Perfekt. Weil Rennen ist zwar schön und gut, ne, aber ich bräuchte irgendwas anderes.
Was ist das? Ja, ich kann Portal spielen. Cool. Das ist cool. Ich kann immer flüchten. Cool. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt gebrauchen kann, aber cool. Ist auf jeden Fall besser als Rennen. Weil Rennen braucht echt kein Mensch, ne? Okay, gehen wir mal weiter. Versuchen wir dennoch Richtung Shop zu gehen, weil da kann ich auch Karten kaufen. Oh Gott. Was passiert eigentlich, wenn ich hier die Tür setze und... Okay, ihr seht, wenn ich mich nach links bewege, bewegen sich die Gegner nach rechts. Das heißt, das ist ganz cool gemacht. Ich lasse die, glaube ich, jetzt alle runterlaufen. Das ist für mich keine Gefahr mehr. Der läuft in der Luft. Was ist denn mit dem? Okay, die springen auch mit mir. Ja, das ist ja... Okay, ich glaube, ich muss hier ein bisschen Safety machen. Und sie schießen mit mir. Das heißt aber wiederum, wenn ich nicht schieße, machen die auch nichts. Okay. Oh ja, dann mache ich auch nichts. Ich nehme eine neue Karte. Was auch immer die bedeutet, keine Ahnung. Und lauf einfach weiter. Ich meine, wenn die Gegner mir nichts machen, wieso sollte ich ihnen dann was machen? Berechtigte Frage. Ich glaube, Portal bringt mir echt gar nichts. Ich kann... Habe ich das Leben verloren? Warum? Ich kann mich zwar jetzt nach oben porten, aber es bringt mir nichts. Kann man nichts. Okay. Doch, es bringt mir was. Das ist cool. Das meinte ich eben, ob hier alles durchgehen. Und hier geht wirklich alles durch. Hier gehen auch die Schüsse durch. Das heißt, ich kann hier noch taktischer spielen. Seht ihr gerade. Perfekt. Mann, ist das cool. Das ist natürlich nicht mehr so cool, weil, ja. Ich krieg den echt weg. Keine Chance. Jetzt ist die Frage, ist das der neue Laden oder nicht? Und dann ist noch die Frage, wenn ich jetzt hier ein Portal mache, bringt mir gar nichts, okay. Ich kriege ihn doch, ich kriege ihn sogar. Ich muss ja dennoch ein bisschen aufpassen. Diese Sportsfreunde, die sind zwar echt klein, aber ich weiß gar nicht, was da schießt. Ich kann die nicht mal töten, ne? Die sind zwar klein, aber die trifft man kaum. Also das ist bei denen auch ein Vorteil, dass sie so klein sind. Okay, wie komme ich jetzt am besten dahin? Ich springe, glaube ich, einfach. Jetzt komm! Alter Schwede. Ist es Leben? Ist es Krankheit? Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach, keine Ahnung. Kreuz, drei Leben. Also ich denke mal... Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Nimm mal die Karte hier auf, ich krieg Leben. Das andere ist vielleicht echt so ein Special. Ich krieg die ganze Zeit auf jeden Fall beim Highscore plus 1. Ich weiß aber nicht, ob das gleiche ist. Also wenn man jetzt wirklich das Ganze deutet, heißt es ja nur, dass die Kugeln auseinandergehen. Oder streuen die mehr oder... Ich habe keine Ahnung. Wir gehen erstmal in den Shop rein. Ab. Aber was kaufen wir? Wieder das teuerste? An sich haben wir genug Cash. Können wir nicht alles kaufen? Freilich alles mitnehmen, was geht. Jetzt habe ich die ganzen Karten hier im Inventar. Ich denke mal, die bedeuten wirklich alle irgendwas. Das heißt, ich bin schwerer, oder? Ich kann nicht mehr so hoch springen mit der Karte hier. Hier kann ich höher springen, aber auch wieder stärker fallen, keine Ahnung. Mehr Schüsse abgeben, Kampf. Keine Ahnung, ey, ganz ehrlich. Ich laufe einfach weiter. Portal. Cool. Aber es gibt hier echt nur noch einen Weg, oder? Ich kann auch nach unten gehen, aber ich will nicht nach unten. Ach so, warte mal, ich muss eh nach unten. Ach ja. Aber ich muss ja komplett außen rum gehen, okay. Erforschen wir mal das Gebiet hier. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, ich gehe wieder ins andere zurück. Das wirkte nicht ganz so anstrengend und hier bin ich ja direkt an der Tür dran. Easy. Okay, das heißt, ich habe jetzt Karten aufgenommen. Ich kann die Karten dann für Leben opfern. Hier muss ich echt aufpassen. Also ich muss ja eh zurück. Was bringt mir nichts, wenn ich runtergehe? Da ist zwar ein Raum, aber der bringt mir nichts. So, ich darf mich nur von denen nicht erwischen lassen. Oh Mann, oh Mann. So,
Einfach mal mitdenken. Perfekt. Easy. Man muss halt schon seinen Kopf hier auch anstrengen. Ist nicht nur Geballer. Ich glaube, der Nagel kann mich noch erwischen. Nachträglich. Aber ich denke mir, ich töte ihn jetzt, bevor ich dann später irgendwie Probleme habe. Es sind ja so viele Mücken, ne? Oder? Anscheinend nicht mehr, okay. So, Tür nach oben. Es geht jetzt nur noch nach oben. Was mache ich hier? Keine Ahnung. Okay, das war... Wow! Hat er mich schon wieder erwischt, oder was? Scheiße, ey. Okay, das war, glaube ich, ein Eigentor, dass ich hier überhaupt was gemacht habe. Mit den Portalen. Ich glaube, die Spritze, die schießt immer im gleichen Rhythmus. Das heißt, sollte ich eigentlich schaffen. Jetzt muss ich auch hier oben auf die Zähne aufpassen. Ich glaube, die geben mir echt ordentlich. Okay, jetzt muss ich mich eigentlich nur gut abstimmen. Vielleicht den noch töten. Okay, nicht geklappt, sehr gut. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie schnell die runtergehen. Okay, schnell genug, um mich zu töten. Wow! Kann ich jetzt einfach hoch? Na, ich räche mich jetzt mal an den ein. Das war eine falsche Entscheidung von ihm. Okay, die Beine sind ja sowieso relativ human, was das angeht. Und jetzt muss ich eigentlich, das klingt zwar leicht, aber ich muss eigentlich nur noch die Tür finden. Das ist die Tür gewesen. Das kostet mich eh fast nichts, deswegen nehme ich die Karte auf. Auge, okay, Präzision. Denk mal, ich verziehe weniger. Kann gut sein, keine Ahnung. So, jetzt muss ich nur schauen, was opfere ich jetzt, um Leben zu bekommen. Anscheinend sind die echt nicht so gut. Ich opfere die Fünferkarte. Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Ich opfere sie einfach. Check. Okay, weiter geht's Richtung Boss. Wir haben noch drei Kammern vor uns. Muss ich wieder auf die kleinen Springis achten und ich sehe schon neue Gegner kommen. Also an sich lohnen sich ja die Karten fast immer. Ich verliere nicht mal so viel wie ich. Wow, da ist auch noch so ein kleiner. Oh Gott. Ja, der ist da, ne? Das ist scheiße. Ich mache jetzt echt Stück für Stück. Oder, weil ich super schlau bin und meinen Trick gemerkt habe, Portal. Wow. Jetzt bin ich selber da rausgekommen, ich Idiot. Wow, okay. Alter, wie viel Leben hat denn der? Der macht mich fertig. Na, ich mach nichts mehr. Da mache ich echt nichts mehr. So, die Tür muss irgendwo rechts sein. Das Ganze sind hier Gegner. Mit der Maus kann ich mich hier perfekt umschauen. Ausgezeichnet, der ist genau da, wo ich hin muss. Aber ist ja nicht schlimm. Einfach mal überlegen und ihn irgendwie da rausbekommen. So, wir nehmen jetzt neue... Was passiert denn da? Habt ihr gesehen? Ist das irgendwie... Schießt es nach unten? Ist Gravitation? Ich glaube, es wurde echt aufgesaugt oder keine Ahnung. Wow! Schnell hin! Ich habe keine Ahnung, was meine Schüsse nach unten aufsaugt. Wahrscheinlich diese an der Wand hängenden Klebeteile. Ich habe neue Schuhe bekommen. Cool. Bringt mir das was? Wahrscheinlich nicht, aber. So. Kann ich die überhaupt töten? Ich kann die nicht töten. Ein bisschen im perfekten Winkel irgendwie. Weil ich kann nicht schießen. Also ich kann nicht nach unten schießen. Ich kann zwar nach oben schießen, habe ich gelernt, aber nach unten geht immer noch nicht. Okay, das ist eine echt blöde Position hier. Oh Gott. Habt ihr gesehen? 5 mm entfernt. Ich muss echt schneller schießen, einfach. Ich muss schneller drücken. Okay, was haben wir denn hier? Wohin muss ich denn? Ich muss einfach nach rechts durch. Das kann gar nicht so schwer sein. Okay. Ich glaube, ich habe ein bisschen Leben bekommen. Irgendwas habe ich bekommen. Nach unten will ich gar nicht. Ich glaube, ich laufe einfach echt durch. Das ist das Sicherste hier überhaupt.
Das Blöde ist, finde ich persönlich, dass man nicht diese Stufen runterspringen kann. Ich drücke zwar nach unten, aber es bringt halt nichts. Ne? Selbst wenn ich, keine Ahnung, es geht nicht. So, was mache ich denn hier? Ha? Ich bin mir nicht mal sicher. Ich könnte wirklich, theoretisch könnte ich ein Portal hier legen. Wir können ja auch mit Köpfchen arbeiten, das ist auch klar. Ich kann hier ein Portal legen und kann das hier hinlegen und wieder hochgehen. So, jetzt habe ich ein Portal gelegt. Die können nicht durchschießen, aber ich kann's. Tja. Und das, meine Freunde, ist Trick 17. Genauso kann ich natürlich auch, wenn das Teil nicht alles aufsaugen würde, könnte ich das auch in die andere Richtung machen, aber kann ich natürlich jetzt nicht machen. Ja, okay, ich erwische sogar den. Oh Gott, da kommt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann da ja nicht mehr ausweichen. Also nicht zu viel auf jeden Fall. Diese Saugteile, ne, die haben aber auch Leben. Ich komme da nicht mehr ran. Muss hier echt safe machen. Ist mir egal, ich hole die Karte. Schnell! Okay, sehr gut. Ich kann da echt nichts machen, ey. Verdammt. Ich baller durch. Okay, es war keine gute Idee, Gott sei Dank rede ich genauso schnell wie die Kugeln. Verdammt. Aber ich hole mir echt einfach einen Teleporter hierher, da kann ich immer wieder von neu anfangen. Beziehungsweise ich kann die doch dann abballern. So, ihr wollt mich kriegen. Ihr kriegt mich leider nicht mehr. Aber ich krieg euch. So, das sieht doch schon mal besser aus, oder? Alle weg, alle weg. Kugeln weg, das heißt, ich kann wieder dahin. Perfekt. Da unten ist die Tür. Okay. Da komme ich auch noch hin. Ich weiß gar nicht, wieso so viel überhaupt aufgebaut worden ist. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt einmal runterkomme. Ich muss einfach schnell schießen. Perfekt. So, ich glaube, ich opfere eine Karte, weil es kommt ein Bosskampf. Ich opfere eine Karte, um mir Leben zu verschaffen. Aber welche? Ich habe keine Ahnung, ich opfere einfach die. So, jetzt habe ich Leben und ich kann mich dem Boss stellen. Ich bin gespannt, was das für einer ist. Keine Ahnung, Kopf. Wow! Ja. Ich habe Angst. Ich kann nichts machen, keine Ahnung. Oh mein Gott. Läuft es jetzt die ganze Zeit so weiter? Ich habe keine Ahnung, ne? Der schießt auch die ganze Zeit. Oh Gott, ich bin fast tot. Okay, ich glaube, ich muss Karten einlösen. Ich kann sogar noch Karten einlösen. Keine Ahnung, was das heißt. Ich muss egal was einlösen, was, dann sterbe ich. Gott sei Dank hat man die Möglichkeit. Jetzt habe ich echt Probleme, aber ich überlege jetzt, okay, selbst wenn ich jetzt das Portal nutze, es bringt mir ja nichts. Oh Gott, okay, einfach auf geht's. Ich muss einfach schießen. Einfach vielleicht schneller schießen, keine Ahnung. Ein bisschen dem Feuer ausweichen. Ich darf nicht den Fehler machen und eigentlich springen. Das ist. Ich muss mich echt heilen, ey, sonst wird das nichts. Ich kann zwar ausweichen, ne? Ich muss echt hier aufpassen. Ich weiß gar nicht, wird er größer? Oder kommt es mir so vor? Ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall mit dem Springen aufpassen. Genau deswegen. Oh Gott, der erwischt mich jedes Mal, ey. Boah. Was willst du denn machen? Jetzt mal ganz ehrlich, ey. Geh weg! Der geht nicht weg. Keine Chance. Was soll ich denn machen? Hilfe! Okay. Nein! Okay, das war jetzt echt dumm reingesprungen, das muss man zugeben. Wie viel Leben hat denn der? Ich sehe es nicht mehr gescheit. Jetzt nicht springen, jetzt springen. Aber man braucht einfach gutes Timing. Wow. Das
Das ist so, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen mehr Glück sogar. Ich muss mich heilen, ich sterbe sonst, oh mein Gott. Okay, entweder ich schaff's jetzt oder ich schaff's nicht, ne? Das ist halt der Scheiß. Weil die Hitbox ist hier auch echt komisch. Ach, der erwischt mich doch mit dem Laser. Ah, scheiße. Und auch mit seinem Körper. Ich muss einfach schneller drücken. Nein. Oder ich weiche echt aus. Ah Gott, aber dann darf ich halt nicht springen, ne? Das ist halt fatal. Okay, das heißt, ich muss immer ausweichen. Ich sag's noch, ich muss jederzeit ausweichen. Und ich schaff's nicht. Ihr habt's gesehen, es war nicht leicht. Alles weg. Okay. An dieser Stelle würde ich auch das Spiel beenden. Wir haben immerhin einen Boss besiegt und an den zweiten sind wir ein bisschen rangekommen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich den besiegen soll, aber wahrscheinlich mit mehr Ausweichen, keine Ahnung. Ich versuche jetzt beim nächsten Mal einfach nochmal zu ihm zu kommen und ihn dann zu töten. Aber ich kann nichts versprechen. Aber es lief schon mal besser als das erste Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal einschaltet und ein Like da lasst und uns abonniert. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.